So, wieder bei Witcher 1 und ja, ich hatte vorhin noch mal kurz mit jemandem geplaudert und zack, da hatte ich wieder ein Quest fertig. Da machen wir doch mal im Zimmer mit jemandem plaudern und dann haben wir ein Quest fertig auf alle Fälle. Gut. Wollen wir können doch mal mit diesem Ding hier hinten plaudern. Wollt ihr was kaufen? Aber ich glaube, da will ja eh nicht mit mir kaufen, oder? Plaudern meine ich. Was verkauft ihr denn? Ha! Lebt ihr hinterm Mond? Weißes Pulver. Fistech. Ich hätte es ahnen können. Meinen Freunden verkaufe ich andere Sachen. Aber ihr seid kein Freund. Stimmt. Wollt ihr was kaufen? Ne, zeig mal. Ja, was hast du denn? Eine Fichte? Schnell, das brauche ich nicht unbedingt. Brauche ich nicht so wirklich, aber gut. Und hier, was hat der noch mal zu plaudern? Was wollt ihr? Nee, hat nix. Okay, vorhin hat nämlich jemand noch was gehabt zum Plaudern. Warte mal, war dann das? Wo ist er denn wieder hin? Können wir was mit dir? Wollt ihr was kaufen? Nee, doch nicht. Doch nicht. Oder warte mal. Oh nee. Nee, gut. Adieu. Oder warte mal, oder sollte ich vielleicht erst was trinken mit ihm? Wollt ihr was kaufen? Und wenn wir erstmal was trinken, trinken wir etwas. Jetzt habe ich mich nichts einstecken. Aha, jetzt habe ich nichts einstecken hier. Kann ich ja da mal Wasser nehmen? Nee, ne? Wie ist denn das? Und hier. Und hier. Und, ich hab nichts, das tut mir leid. Die ist schon gut, Bier schon weg. Aber der hat vielleicht Bier hier. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Du, der Lager hier. Du, mal hier so ein Fario-Dingsbums hier, oder wie auch immer das heißt. So, zack, danke. So, jetzt aber hier. Wollt ihr was kaufen? Okay. Okay, jetzt nochmal oder was? Heide, nein. Komm doch jetzt aber auch mehr, oder? Ihr langweilt mich. Ach, jetzt komm. Wollt ihr was kaufen? Ich glaube, da hat nichts mehr zu plaudern mit mir, oder? Müsste ich jetzt hier ewig mit dem Sau trinken? Das will ich jetzt auch nicht. Habt ihr je das Zeichen der Salamandra gesehen? Lasst mich in Ruhe. Aber... Verschwindet! Ich habe aber, glaube ich, auch schon mal mit ihm geplaudert darüber. Ist ja jetzt schlimm. Gut, dann gehen wir weiter hier. Hier vorhin hatte ich mit ihm hier geplaudert. Wo ist er denn jetzt? Zack, 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 hier. Na, prima. Ja. Habt ihr einen Moment Zeit? Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Ich warne euch, es geht um, philosophische Fragen. Ich warne euch, es geht um philosophische Fragen. Der Sinn des Lebens, wie? Das Böse, das Hexer bekämpfen, entspringt dem Chaos, den Taten, die der Störung der Ordnung dienen. Denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden. Statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung und leuchtender Wärme, herrscht Dunkelheit vor. Und in der Dunkelheit findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen. Wie im Umland. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zerro in der Hochzeitsnacht zu König Friedank sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Hexer, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten, da der Kampf zwischen Gut und Böse jetzt auf einem anderen Schlachtfeld und mit anderen Regeln ausgefochten wird. Das Böse ist nicht mehr chaotisch. Das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Es funktioniert gemäß Abmachungen. Das nennt man Fortschritt. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Scheiße hin oder her.
Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Wie kann ich das? Nee, geh weg, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen. Das größte Übel ist moralische Relativität. Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen. Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmond sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachttopf blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Lochtopf. Okay, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich will euch was erzählen, Hexer. Einst führten wir eine Gruppe Frauen und Kinder durch ein vom Krieg gebeuteltes Land. Sie hielten uns auf. Wir mussten sie ernähren, beschützen und uns in die Büsche schlagen, statt einfach am Straßenrand zu pissen. Kurzum, sie waren eine Last für uns und undankbar obendrein. Wisst ihr, warum wir ihnen geholfen haben? Weil es eben richtig war. Jawohl. Das ist doch bedeutungslos. Ich verstehe. Danke, Sultan. Ich verstehe. Danke, Sultan. Ja? Na gut, ist besser jetzt, oder? Jetzt haben wir eigentlich noch genug gefragt, ne? Pff. Lebt wohl. Gut, dann haben wir das hier. Heute setze ich mein Geld auf Boxer. Wie geht's? Wie steht's, Geralt? Wisst ihr, wie fest der zuschlägt? Ganz gut geht's hier. Wir sehen uns später. Jo, dann haben wir das hier. Jetzt muss ich mal gucken. Totengräber, Friedhof. Jetzt gucken wir mal hier weiter schnell mal eben. Tagebuch. Also, das haben wir ja nicht rausgefunden hier. Das hier muss ich mal noch diese... Alkulen. Alkulen, ja, die haben wir noch nicht dabei, ne, hier. Ne. Okay. 10 Zungen ertrunkener Doder, da müssen wir ja im Dunkeln nass werden hier. 6 Gläser Hundetalg für den Dodengräber beschaffen. Rote streuende Runde, die sieht mal aus. Fang den Sprechen, der am Krankenhaus festgehalten wird. Da komme ich nicht rein. Wolfshäute. Okay, ich will versuchen, mein Spiel beim Bogan. Krankenhaus. Ich sollte Schaden im Krankenhaus besuchen. Okay, ich sollte einen starken Gegner finden. Atar halten sollte, okay. Okay. Dann wurde ein bisschen mal. Levaden. Wie sieh mal. Wir sind im Tempelbezirk. Temperien. Ah, ja. Naja, wartet mal. Da gehen wir einfach mal jetzt hier dahin eben. Und wenn das nichts wird, dann gehen wir mal... zum Deich. Königlichen Schloss. Dann gehen wir raus hier. Würde ich sagen. Dann gehen wir hier raus. Ich habe aber noch rumgeplaudert hier. Und, ja, wir müssen ja mal wieder was tun. Ein bisschen kämpfen und hast nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich habe schon mal ein bisschen... den Quest geschafft auf alle Hölle. Das ist ganz gut. Verdammt, schön euch zu sehen.
Ja, aber viele Mädchen hier, wie ihr in Visima. Adieu. 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 Die Gordisane. Ich würde sogar bezahlen, um bei euch zu sein. Vielleicht können wir ein Apartment. Wir ein Apartment treffen. Nee. Adieu. Na gut, ich will jetzt halt mit jedem hier rumtun. Abgeschlossen. Will ich jetzt nicht unbedingt hier mit jedem rum hüpfen in die Küste, ne? Habe ich ja nicht vorgehabt. Nee, du. Da haben wir keine Zeit für die Kiste. Wir gehen mal weiter zum Krankenhaus. Ist das da lang? Und dann sind wir, glaube ich, hier richtig, ne? Ich kann mich der Gärtner irgendwie reindingsen. Der lässt mich jedenfalls jetzt rein hier. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Ja, ich weiß das. Ach nee, Quatsch, das ist mehr, machen wir nicht. Nein. Kommt wieder, wenn ihr es ernst meint, Gauner. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Gärtner. Seht nur, wie sie wachsen. Ja. Ich sehe das. Fürchtet ihr die Best nicht? Zeigt mir eure Waren. Naja, gut, es ist jetzt auch nichts hier. Adieu. Adieu. Dann gehen wir raus hier aus der Stadt, würde ich sagen, dort zum Deich. Weiß ich nicht, was soll ich jetzt von Ausgang wählen hier? Friedhof von Visima. Da hier, oder? Hä? Komm ja mal nie raus hier. Na, da mal lang gehen jetzt hier, hä? Sind wir mal zum Sumpf kommen oder sonstiges. Jetzt machen wir mal ein paar Viecher killen oder so. Gell? Oder so. Immer im Kreis gelaufen hier, jawohl. Im Kreis gelaufen. Warte mal. Da bin ich eigentlich richtig hier, ne? Würde ich meinen. So, fähigen und aufgeschlossenen Schwertkämpfer. Anfragen Kalkstein, Meister Alchemie. Dann müssen wir richtig hier. Können wir da gehen? Warum sind die abgeschlossen? Komme ich denn hier nochmal raus? Oder was ist denn das jetzt hier für eine Schose? Ich möchte sogar mal raus hier aus der Stadt, Leute. Geht denn das nicht, oder was? Sag mal. Tod zum Teich. Totengräber. Muss doch hier irgendwie wieder rauskommen können, oder nicht? Verstehe ich es jetzt so ganz. Kann ich nicht nur noch Folgen bringen, wo hier in der Stadt rumgeistern? Hä? Oder muss ich erst irgendwelche Quests noch machen, oder was? Alter, das ist ja etwas, wie gesagt, verwirrend, muss ich mal meinen, ne? Sehr verwirrend mit diesen Quests hier. Ist mir schon aufgefallen mal. So, Talers Haas. Tür, Talers Haas. Wer war das hier nochmal? Moment mal, hier war Merge ewig nochmal drin. Hallo. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Umverteilen? Was haben wir hier? Würfeln, ruh mich aus, zeigt mir eure Waren, trinkt mal etwas. Nee, da hält man jetzt, nix. Wir sehen uns später. Nix für mich dabei. Ich wollte eigentlich bloß mal aus der Stadt rauskommen. Ginge das irgendwie mal? Das wäre sehr nett, wenn das ginge. Da guck mal, wie sind wir jetzt hier wieder gelandet?
Ich glitz doch gar nicht. Lass mal mehr Ruhe. Oh, das kann ja mal nicht sein, ey. Hier, wo geht's denn da lang? Was gibt's, Hexer? Ich möchte gern raus. Ich möchte gern raus hier. Mach doch mal die Hütten auf. Mach doch mal die Hütten auf. Ich verstehe das nicht. Komm ich jetzt hier lang, Mensch? Ach Leute, das tut mir echt leid, wenn ich jetzt diese dauernd Folgen hier in diesen Ort hier 10.000 Mal euch zeige. Kann man hier Geld verdienen? Aber irgendwie muss es ja hier mal weitergehen, ne? Abgeschlossen. Das sollte zumindest mal weitergehen, ne? Dass man mal raus könnte oder sowas in der Art. Kann doch nicht hier immer nur rumtappen. Der wird ja irgendwann langweilig, ne? Also für mich und für euch ja auch, ne? Hier oben jetzt müsst ihr gehen, oder? Hier oben lang? Ach, hold on, ja. Gibt's denn da lei? Behalte dir. Was kann er da hin? Oh. Jetzt hab ich 6 von 13. Nee. Ich hab brauchen was nicht hier. Ja, also hier gibt's auch nichts für mich. Na, ist aber auch schade, wa? Das ist aber auch schade, ihr lieben Leute. Moment, gehen wir doch mal dann auf jetzt. Vielleicht war das schon immer so gewesen, wie ich lang wollte. Tempeldor. Abgeschlossen. Was sagt er mal? Warum ist denn hier immer abgeschlossen? Ich verstehe das nicht. Nee, jetzt sind wir jetzt bei den Totengräber angekommen. Was braucht ihr? Ich suche einen Ausgang. Ich bin wegen der Anzeige hier. Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Weil die Toten nicht in Frieden ruhen wollen. Keine Angst, im hellen Sonnenschein bleiben sie in ihren Gräbern. Aber jemand sollte sich darum kümmern. Vielleicht setzt ja jemand mal eine Belohnung aus. Doch bis jetzt scheint es keinen sonderlich zu stören. Mhm. Erzählt mir etwas anderes. Was braucht ihr? Alles schon gemacht, ne? Lebt wohl. Alles schon gemacht hier. Also das ist ja echt zum Mäusemilken hier, Leute. Meine Mutter will nicht, dass ich mit Fremden rede. Na ja, dann halt den Mund. Dann halt den Mund, sag ich mal so. Man muss doch irgendwo wieder rauskommen hier, oder nicht? Aus diesem ganzen Dämplerviertel. Kann aber nicht sein, dass du hier eingesperrt bist. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Suche Türe. Das kann ja nicht sein. Naja, ihr guten Leute, würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute und wir sehen uns dann bei Gelegenheit wieder. Vielleicht habe ich dann endlich meinen Weg nach draußen gefunden. Bewegt euch! Also dann, ciao!